Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Das Lied hat aufgehört. Ah ne, da geht's wieder los. Das hört sich an, ey. Ja, Grete ist da. Und ich hoffe, die will vielleicht zu uns kommen. Im Gegenzug kann dann Renata oder wie sie auch immer heißt, oder Rüdiger oder Pamela endlich ausziehen. Ist das nicht ein Deal? Komm. Diese Insel macht einen vorzüglichen Eindruck auf mich. Ehrlich gesagt, bin ich etwas neidisch. Nack, nack. Du wohnst hier doch im Paradies. Diese Musik, ne? Die ist so lustig, ey. Das ist nichts Selbstverständliches. Vergiss das nie. Früher dachte ich, ins Ungewisse zu verreisen sei nicht das Richtige für mich. Nack, nack. Bis ich es ausprobiert habe. Nun denke ich das Gegenteil. Das Reisen ist unheimlich lehrreich. Und man lernt nette Leute kennen. Manchmal denke ich, ich könnte ständig unterwegs sein. Camping ohne ein Lagerfeuer ist undenkbar. Das wäre wie eine Leiter ohne Sprossen, nag, nag. Es geht nichts darüber, im Schein der flackernden Flammen Flaschendrehen zu spielen. Ach, vielleicht sollten wir das Thema lieber nicht anschneiden, nag, nag. Ja, kommt zu uns. Reisen erweitern den Horizont. Sieht so ein bisschen aus wie eine japanische Flagge, ne? Mit diesen Bäckchen. Aus diesem Grund sind sie auch so wichtig, nag, nag. Wir hätten uns zum Beispiel nicht getroffen, wenn ich nur zu Hause hocken würde. Zudem gibt einem das Verreisen einen guten Grund, viele Länder nach Andenken zu durchstöbern. Mein Verstand weiß, dass es morgen an der Zeit für die Heimreise ist, doch mein Herz wehrt sich dagegen. Kein Wunder, mein Urlaub auf dieser Insel ist mehr als fabelhaft gewesen, nack, nack. Ob es wohl noch viel fabelhafter wäre, auf Nimmerland zu wohnen, zieh doch her. Pardon, höre ich richtig? Du schlägst ernsthaft vor, dass ich mein Zuhause von Nimmerland verlege? Wie wunderbar, doch wenn ich das im Detail kontempliere, geht es leider nicht. Zu viele Pflichten. Ein anderer Mal könnte ich mich jedoch anders entscheiden, also behalten wir den Plan ruhig im Auge. Wie wäre es damit, mein Lieber, spielen wir doch ein Spiel um einen Tee-Service. Wow. Okay, klingt gut. Ja, ja, ich kenne die Regeln. Oh, man hört das doppelt. Oh, ich muss mal hier ein bisschen Lautstärke runter machen. So. Okay. Da dieses Tee-Service relativ lame ist, werde ich jetzt nur A drücken. Werde ich nur A drücken. Und vielleicht kriege ich es oder vielleicht nicht. Ist mir aber eigentlich auch egal. Pick. Okay. Ja, schön. Schön. Schön, dass du gewonnen hast. Komm, wie wäre es damit, mein Lieber? Spielen wir doch ein Spiel um mein Asi-Hemd. Oh, das ist natürlich cool. Ja, klingt gut. Ah, ich wusste doch, du willst zustimmen. Bevor wir anfangen, kennst du die Regeln? Nein, erklär sie mir. Nun gut, die Regeln sind recht simpel und schnell erklärt. Wie du siehst, hat jede Karte ein anderes Symbol. Herz, Karo, Pik, bla bla bla. Nun wähl also eine Karte aus. Rätst du richtig, gehört mein Asi-Hemd dir. Simpel, oder? Du scheinst mir bereit für dein vernünftiges Spiel, vergnügliches Spiel zu sein. Nun konzentrier dich. Welche Symbol? Herz, Karo, Pik oder Kreuz? Ich bin immer noch für Herz. Oh, es war gut geraten und leider ist die Antwort falsch. Richtig wäre Karo gewesen, liebe Zeit. Ich habe gewonnen. Leider bedeutet das kein Geschenk für dich, nack, nack. Hier scheint es mir das Glück heute hold. Ja, das ist es, tatsächlich. Wie wäre es damit, mein Lieber? Spielen wir doch ein Spiel um einen Pilotenbrille. Als ob die nur Spiele spielen will. Hallo, ich will dich jetzt auf meine Insel bekommen, damit Renata, Pamela, Rüdiger ausziehen können. Mann. Und wir, du willst später für einen anderen Bewohner ausziehen, ja? Dann sage ich nur, no, not with me. Not with me. Ich nehme Herz. Achso, ich habe Rot genommen. Okay, Rot. Oh, Pick. Mann, du kleine Gretel, ey. Wo ist Hänsel, hä? Wo ist Hänsel? Jemanden Hänsel, ne? Kommt das von Hänsel und Grete? Weil die Mutter ihre Kinder, also die Stiefmutter ihre die Stiefkinder hänselt? Hm. Glaube ich, oder? Weiß nicht. Wie kommt man sonst auf Hänsel? Hänsel ist ja eigentlich ein Name. Hänsel. Jemanden Moritzen. Jemanden Barbaret. Moritzen? EN einfach nur dran, ne? Barbaren. Also mit dem Namen klappt es nicht ganz so gut. Greteln. Jemanden Greteln. Das hört sich cool an, Greteln.
Ja, komm, komm doch hierher jetzt. Kleines Ding hier. Ja, ich weiß, Lagerfeuer ist undenkbar, ey. Och, kann ich nicht A gedrückt halten? Nee, kann ich nicht. So, nochmal hier. Nack, 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 nack. Oh, wir hätten uns zum Beispiel getroffen. Nicht getroffen. Cool. Von dem Typen Nimmerland habe ich auch gestern die Purpurrosen bekommen. Kann ich ja mal eben erwähnen. Vielen Dank an ihn. Ich habe ihn auch für eine Purpurrose 1 Million Sternis angeboten, aber die wollte er nicht. Die hat er mir einfach so geschenkt. Fand ich echt nett. Sehr, sehr klasse. Danke, Flossel, dafür. Oder Flessel. Ich glaube, Flossel. Ja. Na, komm doch jetzt. Komm doch jetzt hierher. Oh, was soll ich nur tun? Ich hätte ja nicht gedacht, dass du mich noch einmal einladen würdest. Du bist ja geradezu verzweifelt, hm? Wie schmeichelhaft. Dennoch bekommst du... Wir machen das so. Wir spielen ein Spiel. Und wenn du fair gewinnst, ziehe ich hierher. Nack, nack. Oh, das wird ein Spaß. Sag bitte ja. Ja. Fabelhaft. Dann sollten wir nicht lange herumtrödeln. Ich werde eine Karte ziehen. Oh mein Gott. Ich hoffe jetzt mal auf Schwarz. Schwarz. Wie, es ist rot. Dann raste ich aber aus. Ja, schwarz. Okay, es ist Pick. Okay, sehr gut. Bravo. Der Sieg geht an dich. Was so viel bedeutet, wie ich werde, wie versprochen, hierher ziehen. Jetzt wird es tatsächlich Realität. Somit gibt es nur eine Menge vorzubereiten. Ein neues Abenteuer erwartet doch. Zuerst sollte ich mir noch die Erlaubnis des Server-Centers holen. Wärst du so freundlich, hier kurz auf mich zu warten? Ja. Mal gucken, was sie sagen, wie sie rausschmeißen würden. Ich bin gespannt. Verzeih, dass du warten musstest. Ich war mit meinem Gesuch beim Service Center noch ohne Erfolg. Auf der Insel sei nicht genügend Platz für weitere Häuser, wurde mir mitgeteilt, Nacknack. Allerdings habe ich eine Idee. Vielleicht würde jemand auf der Insel sein Heim für mich aufgeben. Jemand, der selbst auf der Suche nach Veränderung ist. Frischer Wind tut schließlich immer gut. Ja, frag mal rum. Dein Zuspruch freut mich zutiefst. Im Service Center wurde mir auch unter der Hand ein Name genannt. Oh mein Gott. Bitte nicht Mischka, Edde. Unser Benjamin und Misusu. Bitte nicht die. Ja! Rüdiger! Ah, sicher nur zu. Ja, Rüdiger ist endlich weg. Nice. Sehr geil. Sehr geil. Dann haben wir ab morgen eine Mafia-Maus da. Eine japanische Maus. Oh, süß. Süß, cool. Cool. Freue ich mich, kleine Maus. So, Renata muss auf jeden Fall als nächstes weg. Oder Pamela. Ne? Und die anderen sind momentan noch relativ egal, solange wir eh nicht den Bewohner hier bekommen, den wir haben wollen. Aber ich nutze jede Chance hier. Jede Chance. Endlich ist Rüdiger weg, Leute. Och, wie lange habe ich das schon geträumt, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall können wir jetzt endlich mal die Lampe ausprobieren. Oh, ich habe Post. Müssen wir mal ganz kurz reingucken. Oh, Misusu, ich hätte einen wunderschönen Käfer fest mit den Augen fixiert, doch als mein Kescher niederrauschte, entkam er im letzten Moment. Dieses frustrierende Erlebnis musste ich einfach loswerden. Oh, cool, wir haben die ersten Zwischenwände bekommen, die werde ich gleich direkt nochmal kaufen, damit wir einen kleinen Vorrat schon mal dran haben, weil wir brauchen, glaube ich, so circa 50, würde ich jetzt mal tippen für ein Gewächshaus. Hi, Edde. Ach, mit dir könnten wir eigentlich auch mal wieder reden. Nicht, dass du irgendwann abhauen willst. Wenn ich dir nur mal rumwürdeln zuschaue, werde ich schon müde, Gronk. Können die blöden Wolken ihr Regen nicht drin behalten? Ich brauche ihn jedenfalls nicht. Oh, ich aber. Da muss ich keine Blumen gießen. Mann. So, immer nur am Meckern dieser Edde, ey. Das geht doch nicht. So, hier sind sie schon. Haben wir ihn gestern bekommen. Der hat sie auch nochmal gegossen, damit, ich vielleicht Glück habe und ein neuer dazu kommt. Das Glück haben wir wohl bekommen. Deswegen haben wir jetzt hier eine neue. Brauchen wir die Blüten oder was brauchen wir dafür? Bastelanleitung? Ich glaube, wir brauchen die ganze Blume, oder? Wo war es denn hier? Hier unten irgendwo, glaube ich. Hier. Purpur. Ach, oh. Okay. Wir brauchen E5, dann können wir die erst morgen machen. Okay, Leute. Schade, aber wir kaufen uns noch ein paar Z-Dinger.
Zwischenwände. Okay, wir brauchen also. Adam, ach, ich hätte die schon mal abnehmen können. Dann hätten wir schon mal 4 gehabt. Mann. Okay. Da, 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 da. Bitte wählen Sie einen aus den folgenden Möglichkeiten. Nook Shopping. Kann man hier. Wieso kann man hier eigentlich nicht? Mit keine Ahnung was. Schneller zu Z kommen. Das ist immer nervig. Da ist die Zwischenwand. So, da kaufen wir jetzt erstmal wieder 5. Okay, Leute. Das war's dann mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns am Morgen wieder. Wir haben ab morgen dann neuen Typen hier. Mega cool. Mega, mega cool. Und wir sehen uns dann. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.